Ja, grüß euch, hallo. Ich habe nicht die Absicht, weiterhin einem ungeheuren Versagen zuzusehen. Denn es ist ja nicht weiter schwer, sich zu vergegenwärtigen, dass die eigenen Gedanken einen erhellen oder verdunkeln können. Und dass, wenn irgendjemanden zu nahe tritt, das natürlich Verletzungen bedeutet, aber diese Verletzungen in einem selbst aufhören müssen, anstatt dass sie weitergegeben werden, einem anderen serviert werden, sodass der Funke überspringt und überspringt und überspringt zu anderen Menschen. So schwer ist das nicht zu verstehen. Ich gebe ja zu, dass man von einem bestimmten Gesichtspunkt aus, von einer bestimmten Warte aus gesehen, die Welt als ein einziges Mirakel betrachtet und sagt, das ist ja alles so mysteriös und das ist ja das Wunderbare an Gott, dass alles so wunderbar ist und so weiter. Ach komm, hört mal mit dem Gewäsch auf. Und das ist natürlich auch wunderbar, zu sagen, ach, das ist doch wunderbar, wenn wir uns alle so lieben. Und es gehört dazu, dass wir uns alle lieben. Ich frage mich, wenn zwei Müllhaufen sich lieben, was dabei rauskommen soll. Die werden ein größerer Müllhaufen. Und keiner ist in der Lage, etwas so in sich zu wandeln. Und genau darum geht's. Es geht um die Wandlung selbst. Dass das Leben eine einzige Verwandlung ist, müsste eigentlich mittlerweile klar sein. Es kann nicht mehr sein, dass da jemand sagt, oh Gott, nein, wieso denn das? Und dafür gibt es ja gar keine Beweise. Also so blöde muss man auch wirklich erstmal sein, dass man das immer noch nicht kapiert. Und ich habe ehrlich gesagt keine Geduld mehr damit. Mit einer Welt, die ja so intellektuell und so wissenschaftlich und so klug und so intelligent sein will, dass sie diesen einfachen Umstand nicht begreift. Die kann ein Fünfjähriger begreifen. Es ist nicht weiter schwer zu verstehen. Du musst das ja selber schon selbst dicht machen und dich selber in einen Zustand versetzen, dass deine eigenen Gedanken dich erhellen können und deine eigenen Gedanken dich in einen Zustand der Freude und der Harmonie versetzen können, damit das, was von außen an dich herantritt, keine Auswirkungen mehr auf dich hat. Das ist die Verantwortung, die jeder Mensch hat. Jeder. Ausnahmslos. Jeder, der am Leben ist. Eltern tun gut daran, das ihren Kindern beizubringen, wenn sie so 14, 15 Jahre alt sind. Vorausgesetzt, das Jugendamt hat sie nicht weggenommen. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich meine, Menschen machen hier unglaublich viele Fehler und es macht vielleicht auch Spaß, sich diese ganzen Fehlschritte da anzusehen. Aber ehrlich gesagt, danach ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so zumute. Denn wir kommen in ein Zeitalter rein, wo das nicht mehr passieren darf. Ich meine, dass ein 5- oder 6- oder 7-Jähriger Fehler macht. Das ist nur drollig. Dass ein 10-, 12-, 14-Jähriger sich irrt, das ist auch nur wahrscheinlich. Dass ein junger Erwachsener mit 21, 22 Jahren immer noch nicht so genau weiß, wo er steht, das ist verständlich. Aber wenn ein Mit-30er, N-30er immer noch nicht weiß, wie er hier in seinem Leben zu sein hat und dass er sich zu dem Menschen entwickeln sollte, der er sein möchte, dann wird es bedenklich. Und noch viel bedenklicher ist, dass wir Erwachsene hier am Start haben, die das allen Ernstes abstreiten. Und stattdessen versuchen, die Welt mit irgendwelchen molekularen Einzelheiten zu langweilen, um die es überhaupt nicht geht. Es freut mich ja, wenn ein Wissenschaftler das kapiert, das ist sehr hübsch. Aber ehrlich gesagt, mich interessiert meine eigene Verwandlung. Und ich möchte mich nun mal nicht, wie einst Gregor Samsa, in einen Käfer verwandeln. Ich hätte schon ganz gerne Licht. Und meine Gedanken müssen in der Lage sein, mich so zu erhellen, dass sie Licht werden. Nun kann man das sicherlich auch liebevoller sagen. Kann man durchaus. Aber immer dann, wenn es jemand liebevoll sagt, wird er verlacht. Und in dieser Riege gehöre ich nicht. Ich sage dir klipp und klar, wenn du nicht in der Lage bist, alles ins Licht zu bringen und deine eigenen Gedanken zu gebrauchen, um dich selber in einen Zustand der Helligkeit und der Leichtigkeit, der Freude und der Freiheit etc. zu bringen, dann tut das keiner. Und das ist eine ganz simple Wahrheit. Oder können auch einige ankommen und sich dann mit Gott rausreden und sagen, ja, wieso? Gott liebt mich ja auch so wahnsinnig. Ach ja, kann sein. Aber was soll ich mit einem Gott, der auch die abscheulichste Figur liebt? Dass er sie liebt, nützt ihm ja nicht viel, weil das dadurch nicht heller wird. Ich kann natürlich auf Gottes Liebe hoffen, aber ich kann auf Gottes Liebe, aber ja, kann ich hoffen, aber ich kann auf Gottes Licht
mich verlassen dahingehend, dass ich merke, meine Gedanken verändern sich und werden weißes Licht, so wie ich weiß, dass ich selber auch weißes Licht bin und ich dieses Licht Gottes oder meines Schutzengels oder meines Heiligen Geistes oder was auch immer dazu brauche, um mein eigenes Licht zu entflammen und mein eigenes Licht zu entzünden. Ich bemerkte heute und gestern eine Reihe von Gegenwehr und das wurde versucht auszutreten. Und da dachte ich nur, an wen erinnert mich das wohl? An meine Anfänge in meinem Leben. Die waren nicht besonders drollig. Alles andere als das. Meine Anfänge waren entsetzlich. Aber keiner hat mir was erzählt. Ja gut, okay, das hat mir eben keiner erzählt. Ja, und so what? Vielen Leuten hat das keiner erzählt. Und darum sind sie auch alle so schief gelaufen. Und darum ist auch alles so viel gegangen. Warum landeten sie in Gefängnissen, in Schlapsmühlen, in irgendwelchen Pflegeheimen oder in irgendwelchen Bedarfsanstalten, also Bedarfsgemeinschaften oder sonst irgendwas. Herr Gott und zugenäht, begreift endlich, dass ihr das Licht seid, was die Welt dringend braucht, um wieder zu heilen, um wieder zu genesen. Das hört sich natürlich anders an, als wenn ich sagen würde, ja, ich habe die Formel für alle guten Leute und so etwas, ich habe die Formel, um die zu befreien. Herr Gott und zugenäht, nochmal, dafür brauchst du keine Formel, du musst wissen, dass du Licht bist. Und dass du aus dem Licht kommst, habe ich schon oft gesagt. Angekriegt ist es durchaus häufig geworden. Also, aber wie viele Leute es hören wollten, oh nein. Und natürlich gab es dann auch eine Reihe von Wichtigtouren, die dann erzählt, nein, das ist alles ganz anders und so weiter und so fort. Dann hatte ich einen hier, das war gestern oder vorgestern, der quakte da rum von wegen, nein, guck dir doch mal hier meine, ich achte nur darauf, dass ich auch wirklich Likes bekomme, wenn ich was sage und nicht so wie du. Was soll mich daran interessieren, dass mich Leute mögen? Ich erkläre ihnen die Wahrheit. Warum noch leugnen? Du kannst dich erhellen, du kannst dich verdunkeln. Ende der Durchsage. Und deine Gedanken helfen dir dabei, dir das Leben zu erhellen oder verdunkeln. Das ist deine Aufgabe. Du kannst dein Licht erhellen. Natürlich kannst du dein Licht erhellen. Dazu müsstest du so denken. Aber anstatt, dass man das einfach mal ausprobiert, habe ich dann lieber, oder finden viele Leute das viel, viel lieber, mir erzählen, beweis das mal, das ist ja gar nicht technisch bewiesen und du kannst es ja gar nicht beweisen und das ist doch alles irre, das ist doch alles irre und das ist doch alles gar nicht wahr und nein, Fantaserei und der Spiegel hat doch geschrieben das und so weiter. Oh Gott, das ist alles dummes Zeug. Aber die meisten Menschen hören auf so ein dummes Zeug. Sie lieben es. Darum kommt ihnen das eben ja auch so konfus vor. Nein. Ich habe nicht die Absicht, in einem Leben zu leben, was konfus ist. Mag Konfusion ganz lustig sein, wenn es darum geht, sagen wir mal, um so dieses Flackerlicht zu erzeugen oder so. Das ist in der Disco natürlich ganz toll. Aber mein Leben spielt sich nicht in einer Diskothek ab. Mein Leben spielt sich ja nicht mehr da ab, wo ich bin. Und da hätte ich ganz gerne, dass mein eigenes Licht alle Dinge harmonisiert. Und wenn es durch das Licht Gottes passiert, wunderbar. Und das ist für mich das, warum ich hier auf der Welt bin. Ganz kurz und knapp. Ich bin weißes Licht, um kristallweißes Licht zu sein. Ich bin weißes Licht, um die Verunreinigungen aus meinem Leben zu tilgen. Das kann manchmal wehtun. Und eine Menge Sachen müssen sich verabschieden, die da überhaupt nicht hingehören. Ja, und? Wenn es Sachen sind, die mein Leben verdunkelt hätten, dann ist mir das umso mehr willkommen. Und wenn jemand sagt, das war sehr eingebildet, aber sehr arrogant und nein, und wieso, du stehst hier nicht über dem Gesetz. Nein, ganz im Gegenteil. Ich stehe genau mitten in dem Gesetz. Das ist ja das Gesetz. Oh, mich interessiert die Straßenverkehrsordnung überhaupt nicht. Die kenne ich gar nicht. Aber komischerweise halte ich mich dran. Und ich werde nie damit Schwierigkeiten haben. Ich bekomme mit keinem Gesetz der Welt Schwierigkeiten, wenn ich im himmlischen Selbst aller Gesetze lebe. Nämlich das, und das besagt, meine Gedanken erhellen mein Licht, meine Gedanken entzünden mein Licht und meine Gedanken befreien mich von allem, was mein eigenes Licht verdunkelt hat. Und das wäre dann ja wohl der ultimative Schritt. Einige sagen oder reden viel davon, dann liest die Bibel, liest die Bibel, liest die Bibel.
Halt besser den Mund. Ich brauche die Bibel nicht zu lesen. Ich weiß ja, was drin steht. Ganz einfach deshalb, weil es von mir handelt. Die Bibel handelt von mir, sie handelt von dir, sie handelt von allen anderen auch. Das Licht der Welt bin allemal ich. In meinem Leben ja. Wenn du keinen Zugang zu mir hast, dann bin ich mit Sicherheit nicht gerade das Licht deiner Welt. Aber wer hat eigentlich gesagt, dass ich das sein will? Ich bin nicht hier auf der Welt, um dein Licht zu sein. Aber ich bin sehr wohl auf der Welt, um mein Licht zu sein. Und im Licht harmonisiert sich das Ganze dann ja, ne? Darum sagte ich ja auch gestern mit einem mühsamen oder mit einem eher quälenden, ja, als Reaktion. Das Lamm Gottes bist du. Du hast dein eigenes Licht reinzuhalten und jeden Umstand zu verbinden, der dein eigenes Licht verdunkelt. Und noch etwas. Ich habe alles verlassen, was mein Denken in Bezug darauf verdunkeln würde, mit anderen Worten, was auch immer mein Denken verdunkeln würde. Ich habe es verlassen. Und alles verschwindet, was ich in Bezug darauf denken würde, mein Denken verdunkeln lassen würde. Das spielt keine Rolle mehr, ich habe es verlassen. Es mag sein, dass das alles noch gibt, nur was hat das mit mir zu tun? Das ist eine Souveränität, von der man oder von denen wenige oder von denen viele Menschen träumen. Nur, dass sie sie durch sich selbst bekommen. Dein höchster Geist ist wirklich sehr weißes Licht. Und er lässt so lange weißes Licht auf dich senden, strahlen, bis du in der Lage bist, dein eigenes Licht dazu zu gebrauchen, dich von allen Verunreinigungen zu reinigen, um wiederum weißes Licht zu sein. Und so hält sich das ganze Licht aufrecht. Was immer du sagst, was immer du denkst, es springt wie ein Funke zu anderen über. Solange du denn nur denkst, bleibt es erstmal bei dir und du kannst es bei dir dann erstmal reinigen. Aber so wie du es einem anderen Menschen sagst, wenn du die Zunge rausstreckst oder die geballte Faust zeigst oder ihn beschimpfst oder was auch immer, beginnt der Hass sich auszubreiten und schon beginnt der Nächste den anderen anzublaffen und so weiter. Wenn keiner gelernt hat, dass er selber den eigenen Verdruss, den eigenen Ärger, den er so erntet, bei sich selbst aufzulösen kann und muss. Wenn das keiner gelernt hat, kann es auch keiner. Aber sie müssen es können. Eine höhere Gesellschaft, eine höhere Sphäre, eine himmlische Gesellschaft, von der ich leider keine Ahnung habe, weil man sie so nicht sehen kann. Natürlich nicht, eure Augen können es auch nicht sehen, wenn sie lauter Dunkelheit gewöhnt sind. Eine höhere Gesellschaft oder eine höhere Sphäre also geht genauso um. Das heißt, eine Verletzung wird sofort getilgt, die wird sofort in den Nichts aufgelöst. Wie sonst? Und ihr wundert euch, dass ihr das nicht sehen könnt? Wie sollt ihr euer Gedanken, wie soll euer Auge Licht sehen, wenn ihr es euer eigenes Licht verdunkeln lasst? Sehr zur Freude von Professor Precht oder Dr. Precht oder Professor Lesch oder so. Oder den Medienvertretern, was weiß ich, wie sie heißen. Das ist die Frage, ob du es verstehst. Das Lebensgesetz ist so, das ist das Gesetz des Lebens, es war nie anders. Und wenn du dir mal die Vergangenheit Revue passieren lässt, deine eigene, oder wenn du mal in die Geschichtsbücher guckst oder so, dann weißt du genau, was passiert wäre, wenn das die Pharaonen, wenn das die Prediger, wenn das die Politiker, wenn das die Könige, die Kaiserinnen und die Kaiser und die Könige und so weiter gewusst hätten und nicht andauernd um ihre eigene Reputation bedacht wäre und andauernd dabei gewesen wären, um ja ihre Herrschaft zu sichern, alle anderen umzubringen. Wenn sie gewusst hätten, dass es um ihr eigenes Licht geht, hätten sie es ja nicht getan. Aber wir kommen in ein Zeitalter, wo wir es lernen. Jetzt kannst du dich davor verschließen, weil du nein, wenn man so mit mir redet, auf keinen Fall, und nein, 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 und die anderen sind viel freundlicher. Und kann sein, dass sie viel freundlicher sind, aber sie sind auch sinnloser. Wenn sie sich an Dauer mit irgendwas vertrösten. Der einzige Grund, weshalb wir so wenig an Gott oder an Bibel oder ähnliches glauben wollen, oder warum wir uns wahrscheinlich eher schämen, wenn wir es tun würden, liegt darin, dass in der Bibel du ständig getröstet wirst oder vertröstet wirst. Es wird mal irgendwann toll, es wird mal irgendwann toll, es wird mal irgendwann toll.
Es wird nicht toll, wenn du selber dein eigenes Licht nicht gebrauchst, um alle Verunreinigungen wegzukriegen. Und wenn das 100 andere anders gesagt haben, trotz allem ist das das Gesetz. Und hier sind wir bei Johannes dem Täufer. Unbedingt sind wir bei ihm, wie wir bei ihm sind. Johannes der Täufer, als er gefangen war, wurde gefragt, was würdest du tun mit deiner Freiheit? Und daraufhin sagte Johannes der Täufer, ich würde dem folgen, dessen Weg ich bereitet habe, so viel wie die vielen anderen, die ihm bereits folgen. Und jetzt dachte natürlich der geneigte Zuseher des Films Jesus von Nazareth oder andere Filme, jetzt, dass Johannes der Täufer von Jesus Christus spricht. Und ich sage dir, das tat der nie. Er sprach von sich und er sprach von seinem eigenen Licht. Es gibt viele Prediger, die es geradezu lieben, Johannes den Täufer als den zweiten Mann da vorzustellen. Johannes der Täufer, sagte mal eine, die ich eigentlich sonst ganz gut finde, sagte mal, Johannes der Täufer war toll, nur eine Nummer zwei zu sein. Dummes Zeug! Johannes der Täufer wird in deinem Leben immer nur die Nummer zwei oder drei oder sagst du ich was sein. Wenn du nicht erkennst, dass du in deinem Leben die Nummer eins bist, du musst es sein. Es geht um dein Licht. Wenn man überhaupt von Johannes dem Täufer was sagen kann, wenn ich überhaupt befugt bin, was über ihn zu sagen, dann wäre es das. Johannes der Täufer sprach, ich taufe dich mit Wasser. Aber es kommt jemand, der tauft dich mit dem heiligen Feuer. Und das bist du. Du bist dein Feuer. Du bist das Feuer deines Denkens. Was alles ausbrennen, verbrennen muss, was dein Denken jemals verdunkelt hat, und das ist ziemlich radikal. Vor ein paar Wochen sagte ich einmal, wenn das einmal richtig zur Sache geht, und das geht dann irgendwann richtig zur Sache, weil du es ja nicht mehr duldest, dass man dein eigenes Licht verdunkelt, dann kann das einen Gefühlszustand hervorrufen. Wow. Da fällt dir echt nur noch ein. Miau, miau. Zu Hilf. Das Kind hier brennt lichterloh. Und das eine sage ich dir, du brennst lichterloh. Das haben die Prediger von 100 Jahren, 600, 700 Jahren, fangen da an, mit dem Fegefeuer zu drohen. Was heißt hier drohen? Du kriegst es. Es ist dein eigenes Feuer, was einfach nichts mehr duldet, was in aller Welt dich doch mit irgendetwas verbindet, was dein eigenes Licht verdunkelt. Das ist der Werdegang. Ich rede hier nicht von irgendeinem Messias. Und ich tue schon gar nicht so, als wäre ich das hier. Auf gar keinen Fall. Das kann ich nicht sein und ich will es auch nicht. Aber ich bin das Licht meines Geistes. Und ich bin das Feuer meines Denkens. Und ich verbrenne einfach alles, was ich nicht ertragen will. Aus. Punkt. Schluss. Das war's. In dieser Gesellschaft zu leben, tut mir weh, weil ich das überhaupt nicht will. Weil ich mir auf gar keinen Fall mit diesem ganzen Kruppzeug, entschuldigt bitte, aber mit diesem Unsinn will ich hier nicht in einen Topf geworfen werden. Und die hoffen auf einen Messias, die hoffen auf einen tollen Wissenschaftler, die hoffen auf einen tollen Soziologen, die hoffen auf einen tollen Politologen, der die Welt ganz toll erklären kann. Ja, das mögen sie ja tun. Aber so eine Schugge bin ich nicht. Ich habe durchaus erkannt, dass ich selber das Licht meines Geistes sein muss. Und ich gebe das hier weiter. Und damit brauchst du dich nicht mehr zu fragen, was soll ich denn hier noch in der Welt? Wer hat denn hier, warum soll ich denn überhaupt noch leben? Blöde Frage. Um dein eigenes Licht erhellen zu können. Und zwar durch das, was du denkst. Und wenn du 100 Mal am Tag sagst, ich bin weißes Licht, das reicht ja schon mal. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Du fängst an, selber zu denken. Und das ist der Anfang aller Weisheit. Und wenn dann noch jemand dir zu erzählen versucht, da, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, dann guck zur anderen Seite. Das tat er nie. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Aber ganz bestimmt nicht für die Sünden der Welt. Wo soll denn da die Logik sein? Das wär ein schöner Gott, wenn der allen Ernstes einen Menschen ohne Sünde dazu verurteilt, und zu leiden, damit alle anderen scot-free gehen. Also sag mal. Aber trotz allem ist an dieser Kreuzigungsgeschichte was Wahres dran. Denn in einem Punkt, ich meine, dass Jesus am Kreuz gestorben ist oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Aber was anderes. Du hast in der Tat ein anderes Selbst, ein höheres Selbst, ein alter Ego, etwas, was völlig frei von allem anderen ist. Was durch dich aber alle Schmerzen erlitten hat, die du auch gelitten hast. Nur, dass er sie nicht an sich rangelassen hat. Und das war ein großes Glück für dich.
Denn jetzt kommst du da hin und sagst, hör mal, ich bin am Ende meiner Kräfte, ich komme ja nicht mehr weiter. Sorry, ich will nicht mehr weiter. Ich hab doch meine Schnauze voll, was soll das denn? Mein eigenes Licht muss hell genug sein, um den ganzen Mist hier wegzukriegen, und es passiert einfach nicht. Jetzt hast du aber ein höheres Selbst. Und das ist weißes Licht. Und das ist richtig weißes Licht. Und hat Verunreinigungen, gleich welcher Couleur, nie an sich rangelassen. Und jetzt kommt der Satz ins Spiel, den viele Prediger sagten, ohne zu wissen, was sie eigentlich ganz genau sagen wollten. Ein Prediger oder Prediger sagen, all deine Sorge werft auf Christus Jesus von Nazareth. Das ist ziemlicher Quatsch, so geht's nicht. Da kommt Leines ins Spiel von den Peanuts. Wer will den Retter retten? So funktioniert's nicht. Aber es macht Sinn zu sagen so, das sind lauter hier Sorgen hier von mir, Ärger, den ich nicht gereinigt gekriegt habe und so weiter. Du bist weißes Licht, ich bin es auch, aber mein Licht wird blockiert. Kannst du mir bitte helfen, dass das hier alles weggeht? Und das passiert dann ja auch. Aber es geht ihm einiges von dir weg, was du echt nicht mehr gebrauchen kannst. Es geht sehr viel von dir weg, was du nicht mehr gebrauchen kannst. All die Sachen, von denen du glaubt hast, dass du sie unbedingt brauchst. Dabei stellst du fest, ich brauch sie gar nicht. Das musst du akzeptieren. Es kommt darauf an, welche Gedanken du dabei hast. Und jetzt eine Frage, oder besser gesagt eine Sache, die sehr wichtig ist. Es sind deine Gedanken, die dich erhellen. Denke niemals an etwas, was dein Herz verdunkeln würde, was dein Denken verdunkeln würde. Lass das bleiben. Wenn du wissen willst, wie weit du schon bist, dann ist eine sehr einfache Sache die, an was hast du die letzte halbe Stunde gedacht? Bringt dich das in Freude? Bringt dich das irgendwie weiter? Bringt dich das dahin, klarer zu sehen? Es ist ganz normal, dass man mit einigen Sachen noch Schwierigkeiten hat. Und dass man sagt, wieso? Das jetzt auch schon wieder etwas auf, was ich gar nicht mehr haben will. Das habe ich vor 3 Jahren schon mal gehabt und habe es weggekriegt. Wieso kommt das jetzt wieder? Oder vor 3 Wochen schon mal gehabt und wieso kommt das jetzt wieder? Das kann doch nicht mehr sein. Der Weg zu das, was ich haben will, muss frei sein. Keine Frage. Und der wird auch frei. Sofern du nicht an Dingen dich klammerst, die dein Denken verdunkelt haben. Zorn kann nötig sein, um dich von dem, was du nicht mehr leiden kannst, dich abzugrenzen. Wenn etwas bei dir nicht willkommen ist und ist trotzdem da, dann reicht manchmal oder musst du manchmal ein energisches Wort her. Mit einem Friede sein, mit dir Gesäusel. Und ein Ich liebe dich ja so sehr. Schneidest du dir aber ganz gewiss in den Finger. Denn wenn du etwas liebst, bleibt es bei dir. Und von bestimmten Sachen willst du auch, dass es weggeht, oder? Oh, gewiss, du willst auch, dass es frei wird. Ja, schon. Aber durch dich kann es dann nicht frei werden. Nicht, wenn es dich andauernd kaputt gehauen hat. Das ist eine ziemlich erbarmungslose Sichtweise. Aber ich habe schon sehr oft an dieser Stelle gesagt, das ist auch alles ziemlich erbarmungslos. Das Licht ist es eigentlich immer. Entweder du bist Licht oder du bist es nicht. Dein Licht kann es wandeln und in Licht bringen, oder du schaffst es nicht, du machst es nicht, weil du trotz allem immer noch dabei bist, deine Gedanken mit irgendwas zu zerstreuen, was da gar nicht hingehört. Der Zorn, den du bei einigen Sachen noch hast, muss bei dir bleiben und muss in irgendeiner Weise in eine hohe Schwingung kommen. Es muss passieren. Denn wenn es das nicht tut, wird dein Zorn irgendwann auf andere Menschen übergehen. Und das darf nicht passieren. Das ist eine ziemlich klare Ansage. Kein Wunder, dass das so wenig Leute hören wollen. Es wäre doch viel schöner, nicht wahr? Ach ja, ich begebe mich unter das Blut Jesu Christi, wie schön. Naja, das kannst du eine ganze Weile tun. Aber irgendwann sagt er so, ich bin mit dir so lange wie möglich gegangen und du hast mich gebeten, bitte nimm mich mit oder geh mit mir oder so. Ja, das tue ich auch und ich gehe nicht bloß 1 Meile, nein, ich gehe auch 2 mit dir, ich gehe auch 30 mit dir oder auch 100. Aber irgendwann gebe ich dich dann an deiner eigenen Haustür ab. Das heißt, ich gebe dich bei deinem eigenen Heiligen Geist ab. Und dieser Heilige Geist kann natürlich alles, kann alles reinigen, kann alles wieder freiräumen, wenn du denn begreifst, dass es nur durch dich passieren kann.
Dein Heiliger Geist ist machtlos, wenn er nicht durch dich selber wirken kann. Und wenn in deinem Innern noch lauter Übel, lauter Unrat, lauter Verkleistungen und was weiß ich was alles regieren und noch in dir drin sind, dann kann er durch dich nicht wirksam werden. Natürlich ist Gott gut. Das hältst du dich, das ist prima. Aber wenn du derjenige bist, der es verdunkelt, dann musst du davon wieder frei werden. Ich wünsche dir bei diesem Unterfangen sehr viel Erfolg. Und wenn das wirklich, wirklich dein Ziel ist, dann wird das passieren. Ich möchte dazu sagen, dass es sehr viele Menschen gibt, deren Ziel ganz anders aussieht. Denn eines ist sicher, es macht auch durchaus manchmal Sinn, in dieser Verdunklung zu bleiben. Denn siehst du, das Leben hier kann auch durchaus mit den ganzen Irrtümern Spaß machen. Es ist durchaus in Ordnung, der Erste in der Klasse zu sein, der Beste im Studiengang zu sein und der beste Professor zu sein und so weiter, wenn man gleichzeitig akzeptiert, dass man es irgendwann auch mal nicht ist. Dass man irgendwann der Loser der Klasse ist. Dass man irgendwann der Verlierer ist, der Blödmann ist und echt der Fuzzi ist und der nie was zu sagen hat. Also entweder mache ich das auf diese Weise oder auf die andere Weise. Aber wenn ich die andere Weise, nämlich die, wo es auch Verlierer gibt, und zwar meistenteils nur Verlierer gibt und ein einziger strahlender Gewinner, wenn ich diese Spielregel akzeptiere, dann muss ich akzeptieren, dass ich durchaus nur verliere, um ein einziges Mal auch wirklich der strahlende Gewinner zu sein. Und hier sind wir bei einem Lied, das wir fast alle kennen, nämlich über sieben Brücken musst du gehen. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Aber diese Schlussfolgerung, habe ich noch nie begriffen. Warum soll ich siebenmal ertragen, dass es alles so blöd läuft, um einmal für alle ganz toll, ganz gut auszusehen? Was ist das für Unsinn? Ich bin nicht über sieben Brücken gegangen, um einmal der helle Schein zu sein. Ich bin über sieben Brücken gegangen und ehrlich gesagt, es waren weitaus mehr als nur sieben Brücken. 70 oder 170 Brücken kommen eher hin. Damit mit hinkommen. Aber diese harten Wege bin ich nicht gegangen, um einmal der helle Schein zu sein. Ich habe es getan, um es immer zu sein. Ob alle anderen das sehen oder nicht, interessiert mich so gut wie überhaupt nicht. Denn ich bin nicht für das Sehvermögen anderer Menschen zuständig. Aber für meins. Und dann komme ich unweigerlich in eine Gemeinschaft, in der es alle sind. Und sie sind es unabhängig von meinem Applaus. Und sie sind es unabhängig von meinem Sehvermögen. In dem Augenblick, wo noch alle der Meinung sind, sie müssen sich gegenseitig ausstechen oder sie können nur freundlich sein, wenn sie auch eine Gegenleistung erwarten können, in dem Augenblick haben wir verloren. Der Reiz besteht darin, an dem eigenen Licht so viel Freude zu haben, dass wir auch die Freude am anderen Licht haben können. Haben wir das bei uns nicht, dann können wir es auch bei anderen nicht sehen. Ich bin nicht sicher, dass viele diese Spielregeln begreifen wollen. Ich habe mit zu vielen Leuten zu tun gehabt in der Vergangenheit, die das immer noch nicht kapieren. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht dafür zuständig. Wie gesagt, vor ein paar Tagen, ein paar Stunden schrieb mir da jemand, ach, bei dir kann ich es überhaupt nicht erkennen. Ja, was interessiert mich, was der erkennt? Diese Souveränität musst du haben. Aber sicher sein, dass dir ein anderer Mensch nicht die Laune verdirbt, nicht den Lebensweg verknotet und nicht den eigenen Lebenswege verbaut. Lässt du das zu, hängst du da mitten drin. Denke daran, wenn dein höchstes Selbst dich vorangeht oder wenn das Licht deines höchsten Selbst dir nicht leuchtet, wenn das nicht vorgeht, wenn dir das deinen Pfad nicht erhellen kann, dann geh bitte gar nicht. Denn sich in immer größere Verdunklungen zu verkleistern, ist ein harter Rückweg. Okay, dann danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr macht's weiter. Und ich wünsche euch bei allem, was ihr tut, viel Erfolg und vor allen Dingen sehr viel Licht. Eines habe ich vergessen zu sagen. Wenn das einigen noch so gespenstisch vorkommt, was heißt das überhaupt mit dem Licht? Weil Licht alle Wege harmonisiert. Das soll das mit dem Licht.
Wenn Kristalllicht am Wirken ist, harmonisiert das praktisch alle Umstände, in denen du lebst. Und daran hast du ein sehr starkes Eigeninteresse. Und dann hört die Diskutiererei und Debattiererei auch sofort auf. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute es erkennen wollen. Ich weiß nur, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der es praktisch keiner erkennen will. Also, was soll ich hier? Ist mir nicht so ganz klar. Aber ich wünsche dir erstmal sehr viel Glück dabei. Und vor allem das Wissen musst du im Hinterkopf behalten. Licht harmonisiert deine Lebenswege, wenn es dich trifft. Wenn du ganz genau weißt, ich bin weißes Licht, klar. Mein weißes Licht harmonisiert praktisch alle Lebenswege von mir. Das musst du wissen, das musst du verstehen. Damit du aus dieser Verkleisterung hier rauskommst. Okay, dann wünsche ich dir erstmal alles Gute und danke fürs Zuhören. Komm gut hin. Tschüss.